zusammen. Heute gibt es wieder eine neue Yoga-Einheit mit mir. Ich bin Franzi. Heute geht es rund um die Hüfte und die Dehnung der Beinrückseiten und Vorderseiten. Also, komm auf deine Yogamatte und legen wir los. Komm in eine bequeme Sitzhaltung mit einem kreuzbeinigen Sitz. Leg dir auch gerne ein Kissen unter, damit es für dich angenehm ist. Wir beginnen dann mit einer kurzen Ankommensmeditation. Leg deine Hände gerne auf deine Knie, leg Zeigefinger und Daumen aufeinander für das Chin Mudra. Schließe deine Augen richtig schön aufrecht, die Schulter nach hinten und das Kinn leicht zur Brust. Atme hier tief durch die Nase ein und wieder lang durch die Nase aus. Tief einatmen und wieder lang durch die Nase aus. Und nimm deinen Körper wahr. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? In Gedanken durch jedes Körperteil. Nimm wahr, wie sich jetzt anfühlt. Kannst du mir Wärme verspüren oder Kälte? Vielleicht zieht es irgendwo. Und lass alles mit der Ausatmung los. Atme tief ein und lass los. Jetzt mach dir mal kurz Gedanken, was dir an dir selbst gefällt. Bringe drei Dinge zusammen für dich in Gedanken. Was gefällt dir an dir selbst? Dabei tief durch die Nase ein und lang wieder aus. Und merk dir diese drei Dinge. Und auch wenn es dir mal nicht gut geht und nicht mit dir zufrieden bist, schließe deine Augen und denk an diese drei Dinge an dir. Dir gefallen. Und atme tief ein, die Bauchdecke hebt sich. Und wieder lang aus, die Bauchdecke zieht zurück nach innen. Tief durch die Nase einatmen. Und wieder lang durch die Nase aus. Bauchdecke zieht nach innen. Tief ein und lang ausatmen. Für die tiefe Bauchatmung. Versuch diese tiefe Bauchatmung auch während der gesamten Yoga-Praxis auszuüben. Tief durch die Nase ein und lang ausatmen. Da kannst du jetzt schon spüren, wie dein Körper immer loslassen kann. Komm hier und jetzt auf deiner Yogamatte an. Und lass dich von nichts aus der Ruhe bringen. Es ist jetzt deine Zeit, egal was um dich geschieht. Atme tief ein, heb die Arme über die Seiten lang nach oben. Und ausatmen, falte die Hände
sie vors Herz. Atme hier tief ein und lang aus. Wenn deine Daumen dein Herz berühren, dann spür, wie dein Herz schlägt. Schlägt es hier schnell, langsam oder ist es unregelmäßig? Und löse die Hände. Stell sie hinter dir ab, löse den Kreuzbeinigen Sitz. Stell deine Füße auf. Streck deine Arme lang nach vorne und komm langsam mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel auf die Matte in Rückenlage. Streck deine Beine lang, bring deine Arme über den Kopf und mach dich jetzt ganz lang. Und bring die Arme langsam zurück zur Matte. Für eine aktivierende Bauchübung streck deine Beine lang nach oben, drück dein Becken in die Matte, heb deinen Kopf und Oberkörper leicht an und bring deine Hände in deinen Nacken. Atme hier tief ein und aus, genieße es, spür, wie dein Bauch, dein Becken arbeitet. Wenn du mehr möchtest, bring gerne abwechselnd ein Bein gestreckt Richtung Matte, ohne die Matte zu berühren. Dein Becken drückt immer schön in die Matte hinein. Atme hier tief ein und lang aus. Dann spürst du jetzt schon die Wärme, die erzeugt wird. Tief durch die Nase ein- und ausatmen. Halte nicht den Atem an. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und stell die Füße zurück zur Matte. Leg deinen Kopf ab. Leg die Hände auf deinen Bauch, spür die Wärme, lass deine Knie zueinander fallen. Spürst du, wie dein Bauch warm ist? Atme tief ein und lang aus. Tief einatmen. Und lang aus. Bring jetzt deinen rechten Fuß auf dein linkes Knie und greife deinen Oberschenkel oder das linke Schienbein und versuch deine Beine so nah wie möglich an dich ranzuziehen. Und dein rechtes Knie drückst du von dir weg. Und spürst du die Dehnung in deiner Hüfte, deiner Außenseite, deines Oberschenkels. Atme hier tief durch die Nase ein. Und lang wieder aus. Tief durch die Nase einatmen. Und lang aus. Vielleicht kommst du dann noch ein Stück näher zu dir ran. Zum nächsten Ausatmen löst du langsam auf und wechsle die Seite. Bring jetzt dein linkes Fußgelenk auf dein rechtes Knie.
dir an den Rückseite deines Oberschenkels oder dein Schienbein. Und auch hier ziehst du deine Beine zu dir an. Das rechte Knie versuchst du von dir weg zu drücken. Atme hier tief durch die Nase ein und lang wieder durch die Nase aus. Und genieße auch hier die Dehnung in deiner Hüfte und der Außenseite deines Oberschenkels. Atme hier tief ein und lang aus. Beim nächsten Ausatmen löse langsam auf. Komm zurück zur Matte. Zieh deine Knie zu dir an und komm in der Rückenrolle zurück. Nach oben ins Sitzen. Bring deine Beine nach hinten und setz dich auf deine Fersen. Wir machen jetzt den Gruß an den Mond. Ein Aus, bring die Hände vors Herz. Einatmen, komm nach oben auf deine Knie und stell den rechten Fuß nach vorne. Einatmen. Die Arme lang nach oben kommen, in die Rückbeuge. Ausatmen, linke Hand zum Oberschenkel und lehn dich auf die linke Seite. Komm mit deiner linken Hand nach hinten, Richtung Ferse, lehn dich nach hinten. Und einatmen, komm zurück nach oben. Aus, bring die Hände schön lang zur Seite. Atme tief ein. Ausatmen, dreh dich auf die rechte Seite. Ein, zur Mitte. Ausatmen, zur linken Seite. Einatmen, zur Mitte. Und aus, bring die Hände vors Herz. Atme tief ein und aus. Komm zurück in den Fersensitz. Ein, aus. Bring die Hände vors Herz. Ein, komm dann nach oben. In den linken Fuß nach vorne. Ein, streck die Arme dann nach oben und komm in die Rückbeuge. Ausatmen, bring deine rechte Hand zum rechten Oberschenkel und lehn dich zur rechten Seite. Einatmen, komm mit der rechten Hand nach hinten Richtung Ferse. Ausatmen, komm zurück nach oben. Und bring die Hände dann zur Seite. Atme tief ein und aus. Dreh dich auf die linke Seite. Einatmen zur Mitte. Aus zur rechten Seite. Ein zur Mitte. Und bring die Hände aussagen vors Herz und komm zurück. In den Fersensitz. Ein, aus, die Hände vors Herz, Namaste. Ein, nach oben, stell den rechten Fuß nach vorne. Ein, Arm lang nach oben, in die Rückbeuge. Und ausatmen, bring den linken Arm zum linken Oberschenkel. Lehn dich auf die linke Seite. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Die Arme. Und ausatmen. Bring die linke Hand zum linken Oberschenkel. Lehn dich auf die linke Seite.
Einatmen, komm nach hinten zum Ferse. Rückbeuge. Und einatmen, komm zurück nach oben. Ausatmen, Arme schön lang zur Seite. Atme hier tief ein. Und ausatmen, dreh dich auf die rechte Seite. Ein zur Mitte. Aus zur linken Seite. Ein zur Mitte. In die Hände. Ausatmen, vors Herz. Und komm zurück in den Fersensitz. Einatmen. Nach oben. Atme tief ein, aus, bring die Hände vors Herz. Ein, aus, bring die Hände vors Herz, lass die ein. Komm nach oben, steig dein linkes Bein nach vorne. Ein, Arme dann nach oben, komm in die Rückbeuge. Ausatmen, rechte Hand zum Oberschenkel, lehne dich auf die rechte Seite. Einatmen, komm mit der rechten Hand nach hinten Richtung Ferse, lehne dich nach hinten. Einatmen, komm zurück nach oben. Ausatmen zur Seite. Atme hier tief ein. Und ausatmen, dreh dich auf die rechte Seite. Ein zur Mitte, aus zur linken Seite. Ein zur Mitte und ausatmen, bring die Hände vors Herz, komm zurück in den Fersensitz. Schließe hier kurz deine Augen, spür kurz nach. Wie fühlst du dich jetzt? Spürst du die Wärme in der Zeit? Atme tief ein und lang aus. Und bring deine Beine seitlich von dir raus und streck sie lang nach vorne. Komm in die Mitte deiner Matte. Und komm in Rückenlage. Stell deine Beine auf. Im Einatmen die Knie zu deiner Brust. Die Arme sind neben dir abgelegt. Und komm mit der Einatmung schön lang nach oben. Die Hände sind hinter deinem Rücken. Die Finger berühren sich alle, der Daumen ist am Zeigefinger. Sie liegen nur am Rücken auf, ohne sich in der Hüfte abzustützen. Wenn es für dich nicht möglich ist, die Beine zu strecken, kannst du sehr gerne gebeugt lassen. Ansonsten strecke die Beine schön lang nach oben. Atme hier tief ein. Und lang aus. Einatmen. Zur Ausatmung bring dein rechtes Bein hinter deinen Kopf. Einheben aus das linke Bein. Einheben und ausatmen. Komm mit beiden Beinen hinter deinen Kopf für den Flug. Wenn deine Zehen den Boden berühren können, dann kannst du die Hände von deinem Rücken lösen. Verschränke gerne die Hände und lege sie auf der Matte ab. Atme hier tief ein und aus. Kannst auch gerne noch deine Arme näher zueinander bringen. Und genieße hier die Dehnung in den Beinrückseiten. Im Rücken. Und atme hier tief ein und aus. Spür, wie du immer mehr zur Ruhe kommen kannst.
Spüre Dehnung auch in deinem Nacken. Spür, wie dein Nacken durchblutet wird. Mit der nächsten Einatmung komm zurück nach oben. Stütz dich nochmal am Rücken ab. Den Schulterstand. Und ausatmen. Beuge deine Beine. Komm langsam zurück zur Matte. Für eine Ausgleichsübung bring deine Arme jetzt unter deinen Körper, die Handflächen auf die Matte. Streck die Beine lang aus. Einatmen, für den Fisch hebe den Kopf. Und stell die Kopfkrone zurück auf die Matte. Drück dein Becken in die Matte, die Brust drückt nach oben. Atme hier tief ein und lang aus. Genieße es. Spür die Öffnung in deiner Brust. Spür die Selbstbewusstsein. Atme tief ein und lang aus. Einatmen, hebe den Kopf und aus. Und zurück zur Matte, löse die Hände unter deinem Körper. Spür kurz nach. Wie fühlt es sich jetzt an? Atme nochmal tief ein. Und lang aus. Tief durch die Nase einatmen. Und lang ausatmen. Stell deine Füße auf. Und komm in der Rückenrolle zurück nach oben. Deine Hände hinter deinem Rücken auf, komm nach oben in die Hocke und roll Wirbel für Wirbel nach oben und deine Schultern schon nach hinten unten. Einatmen, stellst deinen rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten und strecke beide Beine. Achte dabei, dass die Füße schön parallel stehen. Verschränke deine Hände hinter deinem Rücken. Atme tief ein und zieh die Hände schön von dir weg. Und lang ausatmen. Tief ein und lang aus. Und bring jetzt die Hände hinter deinem Rücken in die Gebetshaltung. Handflächen berühren sich. Wenn dies nicht möglich ist, dann lass deine Hände verschränkt wie vorhin. Atme hier tief ein und mit der Ausatmung komm von der Hüfte aus nach vorne. Tief durch die Nase ein- und ausatmen. Spür die Dehnung in deinen Schultern, der Rückseite deines Oberschenkels. Atme hier tief ein und lang aus. Und genieße die Dehnung. Im nächsten Einatmen komm langsam zurück nach oben und auslöse deine Hände. Beuge dein linkes Knie und komm mit der Ausatmung zurück. Nach vorne in die Berghaltung, Tadasana. Schließe kurz deine Augen, spüre kurz nach. Atme tief ein.
Dann bring jetzt deinen linken Fuß einen großen Schritt nach hinten und streck beide Beine. Bring jetzt wieder deine Handflächen in die Gebetshaltung hinter deinem Rücken oder verschränke gerne deine Finger. Achte dabei, dass deine Hüfte schön gerade bleibt und komm mit der nächsten Ausatmung aus der Hüfte nach vorne. Atme hier tief ein und lang aus. Genieße auch hier die Dehnung auf deiner Rückseite, in deiner Hüfte, in deine Schultern, in den Händen und atme tief ein und lang aus. Bleib noch für einen tiefen Atemzug hier. Und beim nächsten Einatmen komm langsam zurück nach oben. Löse deine Hände, beuge dein rechtes Knie und komm mit der Ausatmung zurück in die Berghaltung Tadasana. Spür kurz nach. Atme hier tief ein und lang aus. Einatmen, hebt die Arme lang nach oben und ausatmen, komm in die Hocke. Schau deine Hände hinter dir ab, setz dich auf die Matte. Schau die Arme lang nach vorne und komm schön Wirbel für Wirbel auf die Matte. In Rückenlage. Bring jetzt dein linkes Bein lang nach oben und greif mit der linken Hand deinen großen Zeh. Atme hier tief ein und lang aus. Wenn es für dich angenehm ist, kannst du euch gerne versuchen, dein rechtes Bein zu strecken. Atme hier tief ein und ausatmen. Komm mit dem Oberkörper nach oben und versuch dein Bein noch näher zu dir ranzubringen. Atme hier tief ein und lang aus. Bring deinen Oberkörper zurück zur Matte, greife mit der linken Hand deinen großen Zeh und komm mit der nächsten Ausatmung mit deinem linken Bein lang zur Seite. Und spür jetzt die Dehnung in deiner Hüfte, deiner Beininnenseite. Und genieße es. Zum nächsten Einatmen komm zurück nach oben und löse auf. Stell beide Beine auf und lass die Knie zueinander fallen. Spür kurz nach. Wir wechseln nun die Seite, streck dein rechtes Bein lang nach oben und greife deinen großen Zeh der rechten Hand. Atme hier tief ein und aus. Wenn es für dich möglich ist, streck gerne dein linkes Bein aus. Du spürst, wie die Dehnung sich verstärkt. Einatme, hebe deinen Kopf und Oberkörper an und bring dein Bein noch näher zu dir an. Atme hier tief ein und aus. Genieße die Dehnung mit deiner Rückseite. Und ausatme, komm zurück zur Matte, greife mit der rechten Hand deinen großen Zehen
Atme tief ein und ausatmen, bring dein rechtes Bein lang zur Seite. Genieße auch hier jetzt die Dehnung in deiner Hüfte und Beininnenseite. Atme tief ein und lang aus. Tief einatmen und lang ausatmen. Ein, komm zurück zur Mitte und löse auf. Leg beide Beine aus. Atme tief ein und lang wieder aus. Nächsten Einatmen, komm mit der Rückenrolle zurück nach oben. Wenn es deine Knie erlauben, bring jetzt deinen linken Fuß gebeugt nach hinten und deinen rechten Fuß. Die Knie zueinander. Die Fersen sind jetzt neben deinem Gesäß. Achte dabei, dass deine Knie sich beide berühren und komm mit der Ausatmung langsam nach hinten. Soweit es für dich möglich ist, stütz dich auf deinen Händen ab, den Unterarmen oder wenn du mehr kannst, komm gerne ganz nach unten auf die Matte. Bring deine Hände gerne hinter deinen Kopf und greif deine Ellbogen. Und genieße hier die Dehnung, dein Fußgelenk, dein Oberschenkel. Und atme hier tief ein und lang aus. Bleib noch für einen tiefen Atemzug hier. Bring deine Arme wieder zurück nach vorne. Komm auf deine Ellbogen und langsam zurück auf deine Hände nach oben. Und bring deine Beine nach vorne raus. Beuge jetzt dein linkes Bein, die Ferse schön an die Innenseite des Beines, dein rechtes Bein schön lang zur Seite, zieh die Zehen schön zu dir ran. Atme tief ein, heb die Arme lang nach oben und ausatmen, komm auf die rechte Seite. Greif gerne, wenn es für dich möglich ist, deinen großen Zeh und mit deinem linken Arm schon über deinen Kopf. Atme hier tief ein und lang aus. Und genieße hier die Dehnung auf deiner linken Seite. Da kommst du immer noch ein Stück weiter auf die Seite. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Löse jetzt Positionen, wechsle die Seite. Bring jetzt dein rechtes Bein zu dir ran und streck dein linkes Bein lang zur Seite. Einatmen, bring die Arme lang nach oben. Und aus, lehn dich auf die linke Seite, greif jetzt deinen großen Zeh, wenn es für dich möglich ist. Die rechte Hand ist schon über deinem Kopf, zur Seite. Atme auch hier tief durch die Nase ein und lang aus. Genieße es. Genieße die Dehnung jetzt auf deiner rechten Seite. Bleib noch für einen tiefen Atemzug hier.
zurück, nach oben, löse auf. Wir kommen nun zur Schlussentspannung, Shavasana. Du kannst dir gerne eine Decke holen oder etwas anziehen, damit du nicht auskühlst. Nimm deine Fersen, nackenbreit, die Arme schon vom Körper entfernt. Kinn leicht zur Brust, die Hände zeigen nach oben. Und atme nochmal tief ein und lang aus. Lass los. Tief einatmen. Und aus, lass los. Um deinen Körper ganz bewusst zu entspannen. Zehen und Finger. Kreise Hand- und Fußgelenke. Strecke dich wirklich. Gehne, seufze. Mach das, was dein Körper jetzt benötigt, um zurückzukommen. Stell deine Füße auf und lege dich auf eine Seite. Und komm langsam zurück nach oben. Und nochmal in eine bequeme, aufrechte Sitzhaltung. Schließ nochmal deine Augen. Spür deinen Körper. Wie fühlt er sich jetzt an? Spürst du eine Veränderung? Schenk dir selbst nochmal ein Lächeln. Atme tief ein. Nimm die ganze Energie mit und bring die Arme schön nach oben und aus, bring die Hände vors Herz. Atme hier tief ein und lang aus. Einatmen, heb die Arme über die Seiten nach oben. Die gesamte Energie mit, die du heute gebildet hast. Und aus, bring die Hände vors Herz. Und verbeuge dich vor dir selbst. Und bedanke dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Namah Shivaya. Dankeschön fürs Mitmachen. Und ich freue mich auf dein Feedback. Ich hoffe, du bist jetzt entspannt für den Tag. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!